Also, guten Abend aus Thun. Ich finde es sehr schön, dass immer noch so viele dabei sind. Und es geht jetzt beim letzten Teil um die Mangelernährung. Ist auch ein sehr wichtiges Thema und ich kenne mich gut damit aus, weil ich auch vor allem im klinischen Setting arbeite. Ja, ich starte mal mit ein paar Facts und lese die kurz vor. Und möchte danach noch etwas dazu sagen. Wussten Sie, dass Menschen, die an einer CED erkrankt sind, ein fünffach höheres Risiko aufweisen, als gesunde Menschen eine Mangelernährung zu entwickeln? Wussten Sie, dass Menschen mit Morbus Crohn häufiger betroffen sind als Patienten mit Colitis ulcerosa? Und dass die Mangelernährung in vielen Fällen nicht erkannt wird? Das ist mein heutiges Thema und es ist mein Wunsch, dass Sie nach dem heutigen Vortrag auch erkennen können, wenn Sie oder allenfalls Freunde, die Sie kennen mit dieser Erkrankung, also an einer Mangelernährung erkranken und vor allem auch, dass Sie wissen, was Sie das dagegen tun können. Es wird also auch sehr praktisch. Wer kennt ihn nicht, den Suppenkaspar? Das ist eine Geschichte des Jungen, der einfach seine Suppe nicht aufessen wollte oder gar nicht erst essen. Und so wurde er immer wie dünner und wie dünner. Und am Schluss, sehen Sie hier eingekreist, ist er nur noch Haut und Knochen. Und so stellen sich doch viele eine mangelernährte Person vor. Knochig, eingefallenes Gesicht, sehr, sehr dünn. Das muss aber nicht immer gegeben sein, wenn man mangelernährt ist. Das ist ganz wichtig zu zeigen. Auch dieses Bild zeigt sehr schön, das sind zwei Frauen einander gegenübergestellt. Die eine ist normalgewichtig oder eher, ja, dünn und die andere ist adipös und beide können mangelernährt sein. Ja, was ist denn eine Mangelernährung oder wie definiert sich dies? Das habe ich hier aufgrund von einer ganz einfachen Darstellung aufgezeigt. Und zwar ist es eine Dysbilanz zwischen dem Energiebedarf, also der Anzahl Kalorien und der Energiezufuhr. Und es gibt eine negative Energiebilanz. Und Sie haben vorhin auch von Muriel gehört, dass der Energiebedarf bei einer CED höher ist, vor allem auch im Schub. Und daher kommt es dann zu einem Ungleichgewicht, was in einer Mangelernährung resultiert. Es gibt noch so eine Definition, also eigentlich Kriterien, wo Sie sich auch messen können. Und zwar müssen nicht alle Kriterien erfüllt sein. Meistens reicht eigentlich schon eines. Zum Beispiel die Gewichtsabnahme, also wenn eine Person über 5% ihres Körpergewichtes in 3 Monaten verliert oder 10% des Körpergewichtes in 6 Monaten, kann man eigentlich schon von einer Mangelernährung sprechen. Auch das geringe Körpergewicht kann auf eine Mangelernährung hindeuten, also ein Body Mass Index von unter 18,5. Und bei über 65-Jährigen, die haben ein bisschen weniger Spastik, wäre es schon ein Body Mass Index von 20. Genau, aber auch dort, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil es gibt natürlich auch Personen, die einfach von der Genetik her schon immer sehr schlank waren und diese Zahl alleine sagt noch nichts aus. Was wir aber auch immer sehr beachten im Spitalalltag ist die geringe Nahrungsaufnahme. Also wenn Sie über mehrere Tage bis Wochen weniger als 75% der gewohnten Mengen zu sich nehmen, dann, also die Patienten dann, sind sie auch, ja, besteht auch das Risiko, dass sie erkranken an einer Mangelernährung. Nun, auf dieser Folie möchte ich ein bisschen länger verweilen, weil sie eigentlich sehr viel aussagt und auch helfen kann, einzuordnen, warum es denn zu diesen Mängeln kommen kann. Und zwar sehen Sie hier links oben, also die ungenügende Nährstoffzufuhr, das bedeutet, dass man aus diesen verschiedenen Gründen einfach zu wenig isst, ganz praktisch gesagt. Also durch die Appetitlosigkeit, die häufig auch gegeben ist bei einer CED,
die Fatigue, die sehr verbreitet ist bei CED, psychische Belastung durch die Erkrankung selbst, das macht einem auch appetitlos, oder auch das Einhalten von Nüchternzeiten, also zum Beispiel, wenn eine Gastro oder eine Kolo bevorsteht. Und dieser Punkt, der dünkt mich sehr wichtig, das ist die Angst vor, eigentlich die Angst vor weiteren Beschwerden. Also man hat ja sowieso schon Bauchschmerzen, Krämpfe und dann einfach die Angst, gewisse Nahrungsmittel zu essen, dass die diese Beschwerden noch verstärken. Und aufgrund von dem essen die Patienten dann das einfach nicht oder lassen es weg oder essen wenig davon. Dem gegenübergestellt ist die ungenügende Nährstoffaufnahme. Also hier geht es eigentlich um den Darm. Und zwar in einem Schub können weniger Nährstoffe aufgenommen werden, also durch die Darmflora, weil der Darm, also die Darmschleimhaut geschädigt ist durch die Entzündung. Oder auch unausgewogene Diäten, wodurch automatisch weniger Nährstoff aufgenommen werden können. Dann oben rechts erhöhte Verluste. Typisch halt auch bei den chronischen Durchfällen. Da können Sie sich ja vorstellen, was da alles verloren geht und nicht nur an Flüssigkeit. Dann bei Fisteln, vor allem die chronischen Fisteln. Das ist das, was ich jetzt in meinem Alltag, wenn Patienten stationär kommen, dann haben sie schon eher sehr schwierige Verläufe und da sehe ich Patienten auch oft mit Fisteln, die ganz schwierig zu behandeln sind. Dann auch Verluste durch Resektionen von Darmabschnitten, also wenn Sie einen Teil des Magen-Darm-Traktes, der stark betroffen ist, einfach, also vor allem im Dickdarmbereich, operieren müssen. Ein weiterer Risikofaktor für die Entwicklung einer Mangelernährung ist an und für sich schon nur der erhöhte Bedarf. Das habe ich hier, oder? Der Energiebedarf im Schub. Also der Körper braucht viel, viel, viel mehr Kalorien wegen der Entzündung, also wegen des Entzündungsgeschehens. Oder bei einer schweren Infektion, wonach der Körper auch mehr Energie braucht, um auch diese Erreger abzuwehren oder ja, den Körper ernähren zu können. Und als letztes habe ich hier noch die Medikation aufgelistet. Da werde ich aber später noch etwas dazu sagen. Ah, genau, das sind noch weitere Faktoren, weil ich hatte da keinen Platz mehr. Der Eiweißmangel, also durch die entzündete Schleimhaut verursachte Proteinverlust führt zu Muskelabbau. Und Muriel hat auch gezeigt, dass der Eiweißbedarf höher ist und deshalb ist es auch ganz wichtig, auf den Eiweißhaushalt zu achten. Und die langfristige Cortisontherapie, das ist eigentlich mit dem gemeint, oder die Medikamente, also den Patienten, wobei zum Glück kommt das nicht mehr so häufig vor, das hat ja auch Stefan gesagt, dass die Cortisontherapie stufenweise reduziert wird, weil eben einfach so viele Nebenwirkungen bekannt sind, vor allem jetzt in Bezug auf die Mangelernährung kann es zu Muskelabbau kommen oder auch Cortison greift auch in den Kalziumstoffwechsel ein. Die Nahrungsmittelintoleranzen, also seien es nachgewiesene Nahrungsmittelintoleranzen wie eine Laktoseintoleranz oder eine Fructosemalabsorption, aber auch, und das sehen wir eigentlich sehr, also ich sehe das häufiger, selbst auferlegte Diäten in der Hoffnung auf Heilung der Krankheit, dass man sich da so fest einschränkt und somit einfach die Risiko oder die Gefahr läuft, mangelernährt zu sein. Diese beiden führen zu einer einseitigen Ernährungsweise. Ja, und Studien zeigen auch, dass Patienten nach den Schüben eher oder das Risiko viel höher ist, eine Mangelernährung zu entwickeln. Genau aus diesem Grund, weil sie einfach zu sehr Angst haben, etwas falsch zu machen oder noch mehr Beschwerden zu haben. Und Sie können sich vorstellen, wenn jetzt jemand immer wieder Schübe hat, also so wie gar nicht mehr aus dem Schub herauskommt, dann kann es ja auch ganz schwierig sein, seinen Energiebedarf zu decken, weil die Nahrungsaufnahme halt auch Beschwerden verursachen kann. Dann möchte ich noch kurz etwas zu den Mängeln an Vitaminen und Mineralstoffen sagen. Da gibt es noch
mehr, aber das sind einfach die wichtigsten oder auf jeden Fall diese, welche ich im klinischen Alltag am meisten begegne. Das ist einerseits das Vitamin B12. Und dieser Mangel kommt vor allem vor bei größeren Operationen, also Resektion von Dünndarmabschnitten oder einfach auch, weil Patienten gar nicht geschult sind und gar nicht wissen, wie sie zu Vitamin B12-Quellen kommen, also wie sie aus der Nahrung zu ihrem Vitamin B12 kommen. Der Kalziummangel, wie vorhin schon gesagt, bei Steroidtherapie, also Cortison zum Beispiel, wo der Kalziumbedarf erhöht ist. Was auch häufig vorkommt, ist, dass Patienten Milchprodukte meiden wegen den Intoleranzen, also zum Beispiel auch bei einer nachgewiesenen Laktoseintoleranz. Und dort ist es auch ganz wichtig, dass man dann trotzdem, auch wenn man Milch nicht verträgt, auf eine laktosefreie Variante zurückgreift, wegen dem Kalzium, weil das ganz wichtig ist für den Knochenstoffwechsel. Noch kurz ein Wort zum Vitamin D, haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört. Vitamin D verdient eigentlich den Namen gar nicht Vitamin, weil es ist ganz streng genommen gar kein Vitamin, sondern ein Hormon. Man kann es also nicht genügend über die Ernährung aufnehmen, sondern es wird über das Sonnenlicht, also über die Haut synthetisiert. Und Sie können sich vorstellen, jetzt in unseren westlichen Breitengraden in Wintermonaten haben wir zu wenig Sonnenexposition. Und das ist auch der Grund, wieso ein Großteil der Bevölkerung, nicht nur CED-Betroffene, gar nicht, dass auch Gesunde, einen Vitamin D-Mangel aufweisen können. Aber jetzt besonders bei einer CED, was wir auch gehört haben, dass Vitamin D antiinflammatorisch wirkt, empfiehlt sich sicher auch eine Substitution in den Wintermonaten. Das aber auf jeden Fall mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen. Dann noch ein Wort zum Eisen. Eisenmangel kann vorkommen wegen den intestinalen Blutungen oder auch wegen schlechter Aufnahme infolge geschädigter Darmschleimhaut bei einem Schub. Und auch wieder wie beim Vitamin B12 mangelndes Wissen bezüglich Quellen von Eisen in der Nahrung. Ich habe noch eine Schematik genommen, wo Sie sehen können, das ist der Magen-Darm-Trakt ein bisschen anders dargestellt. Sie sehen hier den Magen und dann oder der 5 Meter lange Dünndarm, gefolgt vom Dickdarm. Und Sie sehen jetzt hier all diese Mineralstoffe, Vitamine, sogenannten Mikronährstoffe, die werden alle hier im Darm resorbiert, das heißt aufgenommen für die Energiegewinnung, oder? Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn der Darm entzündet ist, dann können natürlich diese Substanzen auch gar nicht richtig aufgenommen werden. Und daher kann es dann zu Mängeln kommen. Da habe ich einfach noch diese eingekreist, worüber ich vorhin gesprochen habe. Also, bevor ich jetzt noch zur Behandlung komme, was ich viel wichtiger finde, noch ein kurzes Wort zu den Konsequenzen, wenn man eben so eine Mangelernährung nicht erkannt also verpasst. Einfach, ja, wenn sie zu spät oder nicht diagnostiziert wird, kann es zum Abbau der Körpersubstanz kommen, halt leider auch zur Muskelmasse, Schwächung der Immunabwehr und damit auch erhöhte Infektionsgefahr. Verzögerte Wundheilung, weil für die Wundheilung Aminosäuren bereitgestellt werden müssen vom Körper. Dann die verminderte Leistungsfähigkeit. Und was ich auch noch wichtig finde, ist die reduzierte Lebensqualität bis hin zur Depression. Jetzt soll es aber noch ein bisschen positiver werden von meiner Seite her. Und zwar kommen wir jetzt zu der Behandlung der Mangelernährung. Zum Glück kann man diese behandeln, sonst würde ich nicht gerne also in diesem Thema arbeiten, weil wir können wirklich sehr viel machen. Mit so kleinen Schritten können Sie sich selbst behandeln. Und mein Ziel ist wirklich, dass ich euch jetzt ganz praktische Tipps geben kann, wie Sie, wenn Sie merken, ja, Sie haben Gewicht verloren oder Sie haben totale Appetitlosigkeit, was Sie mit ganz kleinen Anpassungen bewirken können. Noch ein Wort zu den Voraussetzungen.
Also mir ist ganz wichtig auch zu sagen, dass die zugrunde liegende Entzündung ein wesentlicher Bestandteil ist der Behandlung der Mangelernährung, weil wenn Sie diesen Darm sehen, oder wenn der entzündet ist, dann können wir noch so viel energiereiche Produkte essen, noch so viel Vitamine substituieren. Wenn der Darm entzündet ist, muss man in erster Linie sicher auch einfach die Therapie medikamentös anpassen. Dann ist es ganz wichtig, auch Information, Beratung, Schulung der Betroffenen. Deswegen machen wir ja auch das Webinar, weil viele Leute gar nicht erst eine Ernährungsberaterin sehen zum Beispiel, oder die Ärzte auch einfach zu wenig darüber wissen oder gar nicht die Zeit dazu haben, so konkrete Tipps zu geben. Es gibt verschiedene Formen und Möglichkeiten, die orale Zufuhr zu steigern, und diese werden wir jetzt Schritt für Schritt zusammen anschauen. Die Zwischenmahlzeiten. Ich persönlich finde das eine sehr, also gute Variante, wenn jemand appetitlos ist. Und zwar sind das kleine Mahlzeiten, und der Name sagt es ja schon, Zwischenmahlzeiten, die man zwischen den drei Hauptmahlzeiten zu sich nehmen kann. Das muss überhaupt nichts Großes sein. Sie sehen hier einfach ausgewählte Bilder. Das kann etwas Süßes sein, etwas Salziges. Natürlich immer in Beachtung der individuellen Verträglichkeit. Und hier können Sie einfach auch, muss man nicht auf die Kalorien achten. Im Gegenteil, je mehr Kalorien, desto besser, über den ganzen Tag verteilt. Der Grund, warum Zwischenmahlzeiten so wichtig sind, sehen Sie jetzt auf dieser Folie. Ich probiere das einigermaßen gut zu erklären. Sie sehen hier die Blutzuckerkurve. Und zwar immer, wenn Sie etwas essen, also sagen wir jetzt das Frühstück, dann steigt der Blutzucker. Und dann danach nimmt er langsam wieder ab, also je nachdem, was man gegessen hat. Aber Fakt ist, er nimmt immer wieder ab, oder deswegen müssen wir auch immer wieder essen. Und wenn man jetzt zum Beispiel zwischen Morgen, Frühstück um 6, viele Leute essen ja schon so früh, weil man zur Arbeit muss, bis am Mittag um 12 nichts mehr isst, dann befindet sich der Körper in einer katabolen. Das heißt, die Fettverdauung wird angekurbelt. Das mag ja sehr positiv sein, wenn jemand abnehmen will, aber jetzt bei diesem Thema ist es genau kontraproduktiv. Also wir wollen eigentlich, dass Sie den ganzen Tag in einer anabolen Stoffwechsellage sind. Das heißt, dass kein Körperfett abgebaut wird. Und da reicht es manchmal schon, einfach nur eine kleine Zwischenmahlzeit zu sich zu nehmen. Dasselbe dann auch nach dem Mittag. Da können Sie sich auch wieder eine Zwischenmahlzeit einplanen. Und dann sogar noch nach dem, also ich empfehle auch wirklich drei Zwischenmahlzeiten, also noch eine Spätmahlzeit hier. Die ist jetzt hier nicht eingetragen, aber das ist natürlich auch möglich. Und dann in die Nachtruhe zu gehen, weil in der Nacht müssen Sie sich vorstellen, da essen Sie ja nichts. Und da verbrennt der Körper halt auch relativ viel Kalorien. Dann gibt es also die Variante von den gesüßten Getränken, was sich sehr anbietet, wenn man gar nicht mehr essen mag. Also es gibt auch Leute, die sagen, sie können nicht noch mehr Zwischenmahlzeiten zu sich nehmen, dann eignen sich die gesüßten Getränke, weil sie liefern leere Kalorien. Das heißt, sie sättigen nicht. Also so, Sie können sich vorstellen, dass Sie zu einer Hauptmahlzeit statt ein Glas Wasser einen Eistee trinken. Und ja, das sagt Ihnen jetzt wirklich die Ernährungsberaterin. Es ist wirklich sinnvoll, wenn man Gewicht verliert, mit Süßgetränken zu arbeiten. Auch hier wieder die Verträglichkeit beachten. Was sich eignet, sind auch Milchmixgetränke. Also darunter verstehe ich Frappé oder Kaffee Latte oder also Schokoladenheiße oder einfach diese verschiedenen Milchprodukte, die es gibt, weil sie zusätzlich noch Eiweiß- und Kalziumlieferanten sind. Es gibt diese auch in diversen laktosefreien Varianten, falls die Laktose also ein Problem darstellt. Als letzte, sage ich jetzt mal, natürliche Variante steht uns das Anreichern
mit natürlichen Lebensmitteln zur Verfügung. Und zwar sehen Sie hier ein paar Beispiele, also wie Butter oder Rahm oder Öl. Und diese vier Balken hier unten zeigen eigentlich den Grund, wieso wir, oder, ja, wieso wir mit Fett arbeiten, weil das Fett der größte Energielieferant ist der drei Hauptnährstoffe. Also Sie sehen, 1 Gramm Fett liefert dem Körper mehr als doppelt so viel als 1 Gramm Kohlenhydrate oder 1 Gramm Eiweiß. Also das heißt, wenn man zusätzlich etwas Butter über die Spaghetti oder, das zeige ich nachher noch, wenn man sich die Menüs mit Butter anreichert oder mit Öl, liefert das den Speisen mehr Kalorien, aber das Volumen bleibt gleich. Das ist auch noch ein Vorteil bei Appetitlosigkeit, weil man dann nicht noch mehr essen muss. Hier ein paar Möglichkeiten. Diese Liste ist überhaupt nicht vollständig, aber das ist einfach so das Gängigste. Rapsöl, Olivenöl, also einfach je nachdem, welches man lieber hat, über Gemüse, Teigwaren oder auch beim Anbraten nicht sparen, also wirklich die Ölflasche kippen, wenn man es verträgt natürlich. Dann Butter in den Kartoffelstock, Risotto, Soßensuppen, übergekochtes Gemüse. Also da gibt es keine Grenze, oder? Das ist wirklich Geschmackssache. Vollrahm eignet sich in Dessert, Birchenmüsli, das kann auch geschlagen werden in Soßensuppen. Dann Mascarpone, Creme fraiche sind sehr fetthaltige Milchprodukte. Ja, der Klassiker ist das Tiramisu, aber man kann Mascarpone so vielseitig verwenden, auch wieder in Birchenmüsli, als Gratin-Guss, in ein Dessert. Da gibt es auch im Internet ganz viele gute Rezepte. Reibkäse ist auch noch etwas, das man, ja, also wenn man Teigwaren isst, immer daran denkt, dass man noch genug Reibkäse dazu nimmt, über Risotto, ins Risotto, in Soßen und so weiter. Ich muss schnell das Zeitmanagement ansehen. Also ich muss ein bisschen spurten. Das ist eigentlich die drittletzte Folie, dass Sie ein bisschen wissen, wo wir uns befinden. Ist mir noch sehr wichtig, darauf einzugehen, die Trinknahrungen oder die Spezial... Moment, genau. Das sind Spezialprodukte, wenn einfach alles, was ich jetzt vorhin vorgestellt habe, nichts bringt oder einfach zu wenig zielführend ist, dann kann man auch mit Trinknahrung zum Beispiel arbeiten. Das sind hochkalorisch und eiweißreiche Flüssignahrungen. Sie sehen die Fläschchen hier unten, welche auch ein kleines Volumen liefern, aber pro Flasche von 300 bis 400 Kalorien aufs Mal. Wichtig ist hier auch wieder nicht als Mahlzeitenersatz, sondern als Zusatznahrung. Toll finde ich daran, dass sie Krankenkassen anerkannt sind. Das heißt, wenn sie an einer CED erkrankt sind, übernimmt das die Grundversicherung. Das ist auch etwas, was Sie mit der Ernährungsberaterin oder mit dem Arzt besprechen könnten. Dann gibt es auch noch das Maltodextrin. Das ist eigentlich einfach ein geschmacksneutrales Kohlenhydratpulver, leicht verdaulich, und dies kann man auch zur Energieanreichung von warmen wie auch kalten Speisen benutzen. Dies ist leider nicht Krankenkassen anerkannt, weil es keine vollbilanzierte Diät ist. Aber so eine Büchse ist wirklich nicht so teuer, ist also vertretbar. Wir haben auch die Möglichkeit, Proteinpulver einzusetzen. Dort geht es aber vor allem um die Eiweißmangelernährung. Das ist ein Eiweißpulver aus hochwertigem Molkenprotein, auch leicht verdaulich, und gleich wie das Maltodextrin kann man es in warme und kalte Speisen einrühren. Dies wird auch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Wenn Sie Fragen haben zu diesen Produkten, dann kann Ihnen jede Ernährungsberaterin Auskunft geben. Ich habe jetzt trotzdem noch 2 Folien zu der künstlichen Ernährung gemacht, einfach ganz kurz, ausschließlich künstliche Ernährung. Also hiermit meine ich die Ernährung zum Beispiel einer Magensonde. Das kann zum Einsatz kommen zur Remissioninduktion beim Morbus Crohn, wenn medikamentöse Therapie nicht ausreicht, schlecht vertragen wird oder vom Patienten abgelehnt wird. Die medikamentöse Therapie steht aber vor der künstlichen Ernährung, und es kann auch eingesetzt werden, wenn ein Kaloriendefizit von über 600 Kalorien pro Tag
und oder keine oder nicht ausreichende Einnahme von Trinknahrung gewährleistet werden kann. So als allerletzte Maßnahme würde man dann die parenterale Ernährung, also der venöse Zugang, wählen. Und es ist zwar so, dass gemäß aktueller Literatur die Darmentlastung durch TPN, das heißt total parenterale Ernährung, also wenn jemand nur noch ausschließlich über die Vene ernährt wird, in Frage gestellt wird. Das soll also wirklich nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden. Was ich in meinem Alltag oft sehe, ist, dass Patienten, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, zum Beispiel mit chronischen Fisteln, welche einfach noch zusätzlich mit parenteraler Ernährung unterstützt werden. Die essen dann aber auch normal. Oder Patienten, die einfach ausgeprägte Übelkeit, Erbrechen haben, unaufhaltbarer Durchfall oder Elektrolytengleisung oder was einfach auch die Durchfälle, wenn sie medikamentös nicht therapierbar sind. Ja, ich danke vielmal auch für eure Aufmerksamkeit zum letzten Teil und ich denke, jetzt kommen wir zu der Fragenrunde. Gut, herzlichen Dank.